Samstagnachmittag, das Stadion der Stadt Fulda, Fußball Lotto Hessenliga, die SG Barockstadt Fulda Lienerts empfängt den FC Gießen. Es ist nicht das Topspiel, auf das sich viele osthessische Fußballfans vor der Saison gefreut haben. Die Gießener, die sind zwar Tabellenführer, die SG Barockstadt liegt aber nur auf Rang 7. Die Fulderer haben sich in den letzten Wochen nach oben gearbeitet, können heute mit einem Sieg auf Rang 6 nach vorne rücken. Die Gießener, die wollen ihren 6-Punkte-Vorsprung auf Bayern Alzenau unbedingt halten, wenn möglich sogar ausbauen. Hoher Besuch im Stadion. Prinz Markus Maurus, Musikus, der 78. von Fulda, gibt sich die Ehre und macht hier den Anstoß. Und dann geht es auch richtig los. 15 Uhr, 1100 Zuschauer sind dabei. Die 9. Spielminute, die Gastgeber im Angriff, ein Handspiel, schnell ausgeführter Freistoß von Mario Strange. Patrick Broschke setzt sich durch, erster Versuch, noch ein Versuch und Parade von Tolga Şahin im Gießener Kasten. 10 Minuten später wieder die SG Barockstadt, Patrick Scharf im Vorwärtsgang. Mit dem Auge für Patrick Broschke, der mit der Flanke und Marcel Mosch in der Mitte kommt ein bisschen zu spät. Jetzt die 26. Minute, bislang verteile Spielanteile Gießen ohne richtig große Torchance. Dann Freistoß Timo Tschetschen, dann Michael Fink mit der Direktabnahme und Dennis Müller dazwischen. Eine Minute später, es gibt Eckball für die Gäste. Timo Tschetschen, Cem Kara, wieder Tschetschen mit der Flanke und Michael Fink kommt relativ frei zum Kopfball, nickt ein, der Ball ist im Kasten. Die 27. Spielminute, Gießen führt mit 1:0. Jetzt eine gute halbe Stunde gespielt. Es gibt Eckball für die Gastgeber. Leon Pomnitz, Marcel Mosch. Pomnitz mit der Flanke, Kopfball, Patrick Scharf und knapp vorbei. Mit der knappen und für die Gastgeber eher unglücklichen 1:0-Führung der Gießener geht es dann auch in die Kabinen. Dann die 49. Minute, Barbaros Kojungo auf der rechten Seite setzt sich durch, Spiel auf Christopher Spang und Niklas Odenwald klärt auf der Linie. Jetzt die 55. Minute, Mario Strangel. Mit dem Flankenversuch, dann Patrick Scharf auf Patrick Broschke. Broschke in die Mitte, aber Tolga Şahin ist erneut zur Stelle. Jetzt eine gute Stunde gespielt. Eckball für die Gäste, dann Cem Kara, Timo Tschetschen mit der Flanke und eine artistische Einlage von Christopher Spang, der aus spitzem Winkel ins Netz trifft, die 63. Spielminute, das 0:2. 8 Minuten später, die Barockstädter auf der linken Seite, Kevin Hillmann, dann Benjamin Trümmer, der bringt den Ball in die Mitte und David Wolny, ebenfalls aus ganz spitzem Winkel, hält den Fuß rein, trifft die 71. Spielminute, neue Hoffnung für Barockstadt, das 1:2. 3 Minuten später, der nächste Angriff, der Gastgeber Patrick Broschke auf der rechten Seite. Dann kommt der Ball zu Benjamin Trümmer, der sieht David Wolny, der zieht ab, fair zieht aber hinten. Patrick Broschke wäre fast noch an den Ball gekommen. Die Fulderer in der Folgezeit bemüht, aber ohne richtig große Tormöglichkeit. Jetzt die Nachspielzeit noch einmal. Eckball durch Alex Reit. Kopfball Benjamin Trümmer. Der wird aber geblockt. Und kurze Zeit später pfeift Schiedsrichter Boris Reisert aus Rödermark die Partie ab. Die SG Barockstadt Fulda Lenholz unterliegt dem FC Gießen mit 1:2. Die Gäste bleiben Tabellenführer, bauen ihre Führung sogar auf 8 Zähler aus. Die SG Barockstadt bleibt Tabellensiebter.
Nach dem Anschlusstreffer haben wir noch mal alles reingeworfen, haben versucht, noch mal auf den Ausgleich zu drücken, haben noch ein, zwei gute Aktionen gehabt, aber leider Gottes sollte das nicht gelungen. Schade um die Mannschaft, auf den Aufwand, den wir betrieben haben. Ich denke, dass wir auch, wie du schon gesagt hast, auch einen Punkt verdient hätten. Ja, wir haben aber trotzdem ein gutes Spiel abgeliefert. Wir hatten mal gute Phasen gehabt, aber ja, ich glaube, wir können heute mal vielleicht auch der etwas glücklichere Sieger sein. Ich glaube, die Jungs haben bisher eine überragende Saison gespielt und waren eigentlich in fast allen Spielen immer die bessere Mannschaft. Deswegen nehme ich auch gerne mal heute den Sieg mit als etwas glücklichere Mannschaft.